Hallo, Bracket hier, willkommen zurück. Wir waren im Theater und haben eine fürchterliche Vorstellung gesehen, da anscheinend der wichtigste Schauspieler gefehlt hat. Oh ja, und der Ersatzmann war schlechter als, ich weiß nicht. Schlechter als Steven Seagal. Vielleicht, ja. Und Relis Shai, die Anführerin dieser Theatertruppe, hat gebeten, dass sich Helden melden mögen, die mit dem Schwert umgehen können und abenteuerlustig sind. Und da habe ich direkt natürlich an mich gedacht. Ja. Korruption ist in der Stadt weit verbreitet. Ah, hallo. Selbst unter meinem Volk. Es tut mir leid, aber wenn ihr eine Rückerstattung für die heutige Vorstellung wollt, kann ich euch nur bitten, wiederzukommen, wenn unsere Truppe nicht mehr so durcheinander ist. Haha, ich will keine Rückerstattung. 5 Gold bedeuten nichts für mich. Date? Hä? Okay. nee, du wolltest Abenteurer finden. Ist das wahr, mein Kind? Gute Frau. Also, Miss, ich bin gerade mal 20. Mein Kind? Das geht in die völlig falsche Richtung hier. Okay, welche Art von Hilfe braucht ihr? Eine unserer Schauspieler, Herr Dalis, wurde von einem Magier entführt, der in dieser Stadt lebt. Er hat bisher keine Anstalten gemacht, mit uns in Kontakt zu treten, um zu verhandeln. Ah. Vielleicht wurde die Gier des Magiers durch den Edelstein, den Herr Dalis in seinem Besitz hat, entfacht. Ein wunderbarer Stein, den unser Spatz nicht freiwillig hergeben würde. Ja. Der Magier hat uns beides gestohlen und wir können nichts dagegen tun. Und wir sollen das zurückbringen, okay. Warum wendet ihr euch nicht an die Stadtwache? Ich bin mir nicht sicher, wie die Bräuche hier sind, aber diese Truppe aus Siegel, also unsere Truppe, hatte noch nie das Glück, von den offiziellen Stellen einer fremden Stadt gut behandelt zu werden. Macbeth, wollte ich noch sagen, bevor wir hier... Außerdem, obwohl auf diesem Weg vielleicht Herr Dalis freikommt, würden wir wohl kaum unseren Edelstein zurückerhalten. Der Magier könnte behaupten, dass er ihm gehört und wir könnten nicht das Gegenteil beweisen. Nein, nein, wir müssen außerhalb des Gesetzes mit einer Gruppe Söldner das angehen. Ja, warum nicht? Ich bin da dabei, natürlich. Wo kann ich den finden? Sein Name ist Mekrat. Oh. Und man kommt durch die Abwasserkanäle dieser Stadt in seine Behausung. Ah, ich weiß, wo Abwasserkanäle sind. Ich war im Tempelviertel, da sind die überall. Okay. Ich nehme diesen Auftrag an. Leider habe ich, glaube ich, die Chance verpasst zu fragen, was für eine Rasse die Leute hier sind. Weil die sind ja so interessant blau oder grün oder grau im Gesicht. So bald schon wieder zurück, mein Kind? Aber ich sehe weder Herr Dalis noch seinen Edelstein bei euch. Okay, ich suche weiter. Ja. Und die nennt mich immer noch Kind. Ja, der einzige Weg. Wir müssen das machen, ja. Wir müssen Herr Dalis und den Edelstein zurückbringen, damit wir endlich das Theaterstück sehen können. Ja. Das ist ab sofort meine neue Mission. Das Theaterstück sehen. Und dazu gehen wir jetzt in das... Ach so. Vielleicht sollten wir vorher noch unseren Rausch ausschlafen. Wenn ich mir das so angucke, wir sind berauscht. Es ist mitten in der Nacht. Es ist schon 9 Uhr abends. Ja, es ist mitten in der Nacht. Und dann bringe ich noch mal eins. Oh, du hast mehr Zauber jetzt? Wo kommen die denn alle her? Wann habe ich das denn verpasst? Peinlich. Kommt das von dem Gegenstand oder bist du einfach nur berauscht und hast deswegen mehr Zauber? Naja. Was will ich denn dann noch haben? Das ist stille 5 Meter Radius. Ja, warum eigentlich nett? Warum eigentlich nett das auch nochmal? Hier könnte ich mal Magie bannen lernen, was mir empfohlen wurde, wo ich auch zustimme. Das ist ein sehr wichtiger Zauber. Ja, das werden wir mal lernen anstelle von dem da. Ja. Nee. Hallo? Da wollte ich draufklicken. Auf das Weiße wollte ich klicken, ja. Auf das Weiße.
So, eine große Heilung, Wiederauferstehung brauchen wir nicht mehr. Also das Wiederbelebung brauchen wir nicht mehr. Ich habe ja jetzt was Besseres. Ich habe ja jetzt diesen Stab der Auferstehung. Wahrer Blick kann da nochmal rein, weil ich glaube, Nalia kann das noch nicht. Nalia braucht auch mal einen Level 1 Zauber, der gut ist. Ja. Und hier können wir auch mal eins rausnehmen. Das habe ich ja hauptsächlich für den Drachen dabei gehabt. Hast, hast, verlangsamen Feuerball. Magiebannen kann sie noch nicht. Schade. Hätte ich auch kaufen sollen eben. Monster beschwören habe ich auch wegen dem Drachen gelernt. Aber ich habe nicht wirklich was Tolles. Gefühl ist ein interessanter Zauber. Den kann man mal benutzen. Das ist im Prinzip so ein Flächenzauber, der die Gegner, ich glaube, bewusstlos macht oder so ähnlich. Sie werden von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit überkommen. Wenn ihr Rettungswurf gegen Zauber scheitert, setzen sie sich dort, wo sie sind, sich einfach hin und legen ihr Leben in die Hände einer höheren Macht. Sie sagen manchmal Dinge, ich lege mich nieder, um zu sterben, oder ich will nach Hause. Das sage ich auch sehr oft, ich will nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Genau. Wunderbarer Zauber. Bresche, Bresche, Todeswolke, Domination, Dingsbums, also Beherrschung. Okay. Kann man eigentlich so lassen. Ich könnte aber auch eine zweite Todeswolke lernen. Die sind ja relativ praktisch. Ich könnte aber auch Chaos lernen. Das ist auch so ein lustiger Zauber. Ja, lernen wir mal Chaos. Warum nicht? Und dann rasten wir. Ich gebe Ihr mir seid noch den Rest. allesamt Helden, ihr Bo und ich, Hamster und Und. Waldläufer auf der ganzen Welt, Ah. frohlocket! Wow, ihr bekommt keinen Tropfen mehr und du kriegst auch noch ein zweites Bier. Ja. Und Massi, du kriegst ganz Teures, bis du nicht mehr kannst. Ja, Massi kriegt auch keinen Tropfen mehr. Und dann legen wir uns ins Bett. Im Königszimmer. Eine traumlose Nacht? 16 Stunden, ihr Faulpelze. Es ist 14 Uhr, es ist wieder mittags. Wir müssen doch Herr Dalis retten. Ja. Ha, hallo, wer bist du? Ich mag dich jetzt schon nicht. Seltsame Dinge sind hier im Gange. Ich kenne das Gesicht irgendwoher. Den Göttern sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ich habe Pala was angetan. Nun mal langsam, Denno. Sind wir hier in der Y5O? Was ist passiert? Wie verletzt ist Pala? Ihr müsst sie retten. Oh. Ich wollte ihr nichts tun. Ich habe bei Wallace, dem Hausierer vom Marktplatz, einen Liebestrank gekauft. Oh mein Gott. So gehen alle fürchterlichen Geschichten los. Es wird wieder peinlich werden. Ich wollte doch nur, dass sie mich liebt. Sie hat nur einen Schluck davon genommen, dann ist sie zusammengebrochen. Oh. Ihr braucht doch keinen Trank. Sie hat euch immer geliebt. Oh. Sie ist bei meiner, bei eurer Mutter, war sie. Bei eurem, in Handelstreff. Oh mein Gott, ich muss nach Handelstreff. Oh, bitte beeilt euch, ich werde euch in Handelstreff sehen. Wo, ja, okay. Warum? Wer sind die beiden? Pala ist meine Schwester und Dano ist ihr Verlobter. Also der kleine Kerl hier hat deiner Schwester einen Liebestrank gegeben, damit sie weiß Gott was mit ihm macht. Und der hat einen dicken Zwei in der Hand. Und den hauen wir jetzt nicht um, oder wie? Nicht mal ein bisschen. Natürlich. Wir werden. Ja, wo? Okay. Fremde gegenüber Masi. Fremde, Masi, Fremde, Masi. Wir gehen nach Handelstreff, ja. Scheiß auf Herr Dales und seinen Edelstein. Und das Theater. Wir gehen nach Handelstreff. Das liegt außerhalb der Stadt und ist eine eigene Stadt. Ist eine Stadt außerhalb der Stadt, ja. Wo sich Leute zum Handeln treffen. Das heißt im Englischen auch Trade Meet. Und hat man als Handelstreff übersetzt. Passt ganz gut. Da gibt es auch ein paar. Also gibt es eine ganze Reihe von Quests natürlich auch in Handelstreff. Und Masi wohnt da. Deswegen führt sie uns da jetzt hin. So, wo haben wir denn Handelstreff? Für meine Festung. Handelstreff. Auf geht's nach Handelstreff. Das dauert bestimmt einen Tag oder so. Vielleicht sogar länger. 16 Stunden. Oh. Es
Wilde Tiere direkt am Stadteingang. Was ist das denn für ein Quatsch hier? Da oben ist noch ein Wolf. Komm her. Das ist schlimmer, als ich gedacht habe. Halt! Handelstreff ist derzeit kein sicherer Ort für Fremde. Wenn ihr keine Geschäfte zu erledigen habt, rate ich euch dahin zurückzukehren, wo ihr herkommt. Wir haben Masi dabei. Was geht hier vor? Ich bin Hauptmann der Miliz in Handelstreff. Unsere Stadt wird belagert. Wir wurden wochenlang von Kreaturen aus dem Wald angegriffen. Sie greifen uns wiederholt an, als ob sich die Natur gegen uns gestellt hätte. Sie kommen in Wellen. Und nur mit bloßen Händen können wir sie kaum aufhalten. Wir können es nicht einmal erklären. Es ist so, als ob diese Bestien uns aus unseren Häusern vertreiben wollten. Wollen. Niemand ist mehr sicher in Handelstreff. Viele verfallen in Panik. Sie beschuldigen die Druiden. Somit ist momentan kein Druide oder Außenstehender in der Stadt willkommen. Wir haben zum Glück keinen Druiden bei uns. Ich möchte trotzdem hier reingehen. Mich wundert's, dass Masi kein Wort sagt. Kehrt dorthin zurück? Nein, ich gehe nicht. Ich kann vielleicht helfen. Ich muss hier sowieso rein. Masis Heimat. Wir müssen helfen. Ja, wir sollen das Haus des Hohenhändlers Fürst Logan Koprit aufsuchen. Okay. Ja, ja. Wenn uns jemand als Spion beschuldigt, dann bringen wir den einfach um. Das ist... Wir suchen erstmal Masis Haus. Wo haben wir denn Masis Haus? Die Schmiede, Tiris Haus, Alik, Backers, genau, das sind Backers. Bürgermeister, Schenke, Fentan. Da oben wohnt Masi. Da habe ich ja... Tja, falsch rum angefangen. Ärgerlich. Wer bist du? Ein Bauer, okay. Du auch. Was macht ihr nachts auf der Straße? Geht nach Hause. Wir haben 6 Uhr morgens. Okay, wahrscheinlich seid ihr gerade aufgestanden und deswegen seid ihr hier. Bauer? Neber. Nein! Das ist Neber. Das ist der Bruder von Nube aus Baldur's Gate 1. Der redet mich andauernd jetzt an. Wir sind und läuft mit her. Dachte ich eigentlich. Das ist einer der nervigsten Chars für das Spiel. Ah, er kommt hinter mir her. Der redet dich alle 5 oder 10 Sekunden dann wieder an. Und erstmal lösen wir das Problem mit Pala und Denno. Mutter, was ist passiert? Ja, ich bin so glücklich, dass ihr zurückgekehrt seid. Pala wurde von dem alten Hausiererer vergiftet. Also der Liebestrank war vergiftet anscheinend. Brake, das hier müssen wir erledigen, und zwar schnell. Dieser gnomische Hausierer, Wallace, wird am wahrscheinlichsten in der Nähe des Marktplatzes zu finden sein. Lasst uns ihn dort aufspüren. Natürlich! Wir werden diesen Unhold finden, und wenn wir die ganze Stadt niederbrennen müssen. Ich meinte, durchkämmen. Durchkämmen, nicht niederbrennen. Reden wir noch mal mit... Seltsame Dinge sind hier im Gange. Helft ihr. Gut, das können wir machen. Machen wir in der nächsten Folge eigentlich erst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis dann.